Bonjour. So, nur Vampire, mehr nicht. Ist in Ordnung. Na, lass mal den Piekser stecken hier. Ist auch traurig, wenn er als Spitzname Piekser hat. Ob es Leute gibt, die das Ding Piekser nennen? Ich habe keine Ahnung. Na gut, was ist denn hier eigentlich der Sinn der Übung? Ich habe es noch nicht so ganz durchschaut. Da drüben ist auf jeden Fall ein Loch. Das bedeutet mir schon mal, dass da immer wieder neue kommen. Kann ich hier sammeln kurz mal? Oh, komm schon. Komm hier, zack. Klappe halten und einfach mal mich machen lassen. Oh, was? Gut, der hat es auch hinter sich, dann kann ich jetzt noch mal hier schauen. Eine weitere Schriftrolle. Ich habe mich unentwegt der Schattenmagie bedient und fürchte mich nun vor dem, was sie aus mir gemacht hat. Finstere Gedanken benebeln meine Sinne und je öfter ich die Magie benutze, desto mehr ergötze ich mich am Töten. Lieber Gott, es fühlt sich so gut an, diese Kreatur niederzumetzeln. Doch die Träume quälen mich jede Nacht, bis ich sie nicht mehr ertrage. Was soll nur aus mir werden? Ich habe mich allzu weit vom Licht entfernt und bald, so fürchte ich, werde ich selbst zu einem Boten des Bösen. Gut, gut. Nur, was soll ich tun hier? Kann ich hier irgendwas tun? Es scheint mir, als ob ich hier das Licht durchlenken müsste. Ich weiß bloß nicht, wie das funktionieren soll. Keine Ahnung, ob das irgendwie machbar ist, dass ich hier dran herumspiele. Auf jeden Fall lade ich mir erstmal kurz hier meine Energie auf. Ist auch mal ein spannendes Level, muss ich sagen. Also halt rein aus Rätseln bestehend die ganze Zeit. Das ist schon interessant eigentlich. Mal was anderes wirklich. Als die anderen Levels, die man sonst so hat. In denen es ja eigentlich immer bloß darum geht, sich linear durch ein Level zu bewegen. Oder eben, ja, den Endboss zu töten. Finde ich eine gute Idee. Kann ich hier irgendwas machen, ist die Frage. Ich kann zerstören. Ach, ich bin doof. Ich sehe es gerade. Ich habe es erst gar nicht mitgekriegt. Ah, shit. Okay. Was? Was machst du? Oh je, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Das so schräg anzusteuern. Ja, sehr gut. Was? Warum hat das nicht funktioniert? Jetzt. Alles klar, wunderbar. Gerade noch so, meine Energie ist leer. Aber ist ja egal, solange es am Ende funktioniert. Darf ich sie mal kurz hier wegräumen? Sie sehen so aus, als ob sie mich gleich angreifen würden. Ich weiß, die Dinger sind das nicht, die mich angreifen, aber die haben mich doch zu sehr gerade an diese Nazgul-Viecher erinnert. Das nehme ich natürlich gerne mit. Und dann stecke ich mir sehr gerne die blaue Linse ein. So, nur einer, ja? Oh nein, natürlich nicht bloß einer. Oh, oh, oh. Formidabel, ich freue mich so sehr. Komm, erstmal auf den einen hier drauf gehen. Okay. So weit, so gut. Ich gehe natürlich auch gerne auf beide gleichzeitig drauf, wenn es sich so anbietet wie gerade eben. Funktioniert leider nicht allzu häufig. So. Aber manchmal halt schon. Oh, komm. So, machen wir noch mal ein bisschen Lichtmagie rein. Kann nicht schaden. Vor allen Dingen, wenn dieser Typ mit seinem Blitzschwert hier rummacht.
Musst es ja richtig geil machen, dein Blitzschwert, oder? Komm hier. Ab auf den Boden, in den Staub mit dir. Und dann schnell raus für uns. Okay. Dann würde ich sagen, probieren wir mal ein bisschen herum. Erstmal würde ich sagen, laden wir natürlich alles wieder auf. Gut. Und ich vermute mal, dass alle drei Farben zusammen uns gleich den Weg ins gelobte Land weisen werden, sozusagen. Deswegen werden wir erstmal jeweils zwei Erpaarungen mit dem blauen Kristall machen. Okay, nehmen wir den roten erstmal raus. Ja, ja, das blaue will, das grüne will ich doch gar nicht. Lass mich mal hier unten noch bedienen. Hellblau! Time to fight! Nicht wahr? Na, aber selbstverständlich. Das war ja gar nicht zu erwarten, dass der noch zum Leben erwachte gleich. Okay. Oh, das war knapp. Hätte nicht gedacht, dass ich dem Schlag noch entwischen kann. Und der Schild ist mein. Der Schild ist mein. Ab das Teil. Oh, hey. Ruhig bleiben, Brauner. Der pieksen will mit seinem Keulenteil da, mit seinem Totschläger. Au! So. Time to roll. Reiß ihm die Seele raus, Gabriel. Zack. Wunderbar. Und wir können endlich mal schauen, was unser Freund hier denn so Feines hat. Ein Lichtmagiestein. Nummer 3 von 5. Ups. So, dann wird es also Zeit für Dunkelblau jetzt. Nehmen wir Grün mal raus. Nein, eigentlich will ich... Ach doch, das ist auch okay. Ja, mach es mal... Ja, genau. Dunkelblau, doch, ist ja richtig. Genau, dann nehmen wir doch gleich den zweiten Kampf auf. Was ist eigentlich mit dem hier drüben? Der hat keine farbliche Markierung durch irgendeinen Stein. Wird der auch noch irgendwie zum Leben erwachen? Ich meine, hier gibt es ja noch ein paar, die kampfbereit wären. Kommen die auch noch ins Spiel oder nicht so sehr? Au! So. Ah, unschön. Komm, erstmal den Schild hier ab, damit er nicht mehr damit auf den Sack geht. Und dann noch die letzten paar Schläge hier verteilen, um ihn endgültig mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Genau so. Zack. Und einmal ins Innerste gegriffen. Wunderschön. Oh, der hat gar nichts für mich gehabt. Das ist ja eine Sauerei. Okay, das ist also im Prinzip einfach nur eine Falle, wenn man dem blauen Kristall alleine stehen lässt, dass man dann noch einen Kampf mehr bestreiten muss. Auch spannend. So. Dann bleiben noch zwei Varianten offen. Ich würde sagen... Ich weiß halt nicht, lila sieht eigentlich so aus, als ob das unser Abschluss wäre, ne? Von daher, lass mal alle reinmachen. So. Schauen wir mal, ob das schon Feierabend ist hier oder ob lila uns zum Ende bringt. Oh, das sieht aber stark aus, als ob es hier zum endgültigen Ende geht, oder? Ich weiß es nicht so richtig. Schauen wir mal. Informationen, die aus Büchern in der Bibliothek der Abtei von Weigel stammen. Hiesigen Erzählungen und einigen Schriften der schwarzen Magie zufolge soll es in dieser Burg schon gespukt haben, lange bevor sich Vampire in ihren Mauern niedergelassen haben.
Diese Legende übte eine derartige Macht aus, dass bis zum heutigen Tage nur eine Handvoll Leute es gewagt haben, diesen Ort ihr Zuhause zu nennen. Einer der Familien, der die Burg gehörte, ist der Bernhard Clan. Der Bernhard Clan hat angeblich einen Pakt mit einer Höllenbrut geschlossen, der zur Folge hatte, dass das Gebäude selbst von einem Dämon besessen wurde. Es handelt sich hier wahrscheinlich nur um ein Gerücht, das gestreut wurde, um den Ruf der Familie zu schaden. Doch die Hypothese, dass es sich bei der Burg um ein lebendes Wesen handeln könnte, würde erklären, warum es in all den Jahrhunderten niemandem gelungen ist, eine vollständige Karte zu zeichnen, obwohl bereits beträchtliche Anstrengungen unternommen wurden, um diese einfache Aufgabe zu bewerkstelligen. Echt jetzt? Na gut, warum nicht? Kann man machen. Ich weiß nicht so richtig, ob ich jetzt... Ach komm, wir gehen mal... Wir schauen mal, ob das jetzt hier unser weiterer Weg ist. Oder ob wir vielleicht... Ach komm, das sieht so volle Kanne nach weiterem Weg aus vom Level. Ich schaue mir erstmal an, was es bei Lila gibt. Ich meine, reinschauen schadet ja nicht, ne? So, gehen wir auf das hier unten, nehmen das raus. Und werfen einen Blick hinter Tür Nummer 3. Oh, das sieht aber auch aus, als ob es hier... Scheiße, nein! Hier geht's weiter, verdammt. It's not fair. I never lose. Du schon wieder. You're a cheat. And you're going to pay. Oh, wir spielen mit den Puppen. Wie wunderschön. Play with my toys. Ja, ich merke schon. Das wollen wir doch sehr gerne machen. Na komm, gerne spielen wir mit deinen Puppen. Oh Gott, die Nadeln, die habe ich ja jetzt erst gesehen. Okay, wird bestimmt spannend. Oh, ich gehe mal zur Seite. So weit, so gut. Müssen wir gegen sie selbst dann auch noch kämpfen oder bleibt uns das erspart? Ich gehe erstmal ein bisschen zur Seite hier. Aber würde schon Sinn machen, dass das jetzt ein bisschen der Endkampf wäre gegen Laura. Gut, zurückweichen. Oh je, yeah, da kommt er angewalzt. Mit seiner ganzen Schwungmasse. Das war eine Nullnummer, mein Freund. So. Muss ich wirklich auf die Viecher losgehen oder muss ich vielleicht einfach nur schauen, ob ich Laura finde? Okay. Doch, ich glaube, ich muss auf die Viecher losgehen. How dare you break my toys? Ich hoffe, die Garantie für die Nähte ist noch nicht abgelaufen. Tödliche Spielzeuge. Größe groß, Schwierigkeit mittel. Laura, die Tochter der Vampirfürstin, hat diese Puppen mit einem von ihr selbst ausgeheckten finsteren Zauber ins Leben gerufen. Sie kann diese Spielzeuge steuern und die temporäre Lebenskraft von Puppe zu Puppe transferieren, sodass diese sehr schwer zu bezwingen sind. Doch solange der Geist in ihrem Inneren besiegt wird, können sie nicht zurückkehren. Hinter den groben Nähten verbirgt sich die Quelle des Zaubers. Indem man die tödlichen Spielzeuge öffnet, kann man den Zauber aufheben. Dadurch wird der Geist endgültig zerstört und die Puppe verliert ihren Nutzen. Also im Prinzip ganz genauso wie diese freundlichen... Ja, zack. Wie diese freundlichen Rüstungsviecher, die wir überall schon hatten. Nur, dass die eben... Oh nein. Das kennen wir doch auch hier. Nur, dass die eben hier etwas mehr aushalten. Jetzt kommt wieder dieser dunkle Schleim zutage, den hatten wir ja auch schon mal, als wir damals gegen den schwarzen Ritter gekämpft haben. So. Oh nein, nicht doch. Gut, einer noch übrig. Das sollte... eine fixe Angelegenheit werden, hoffe ich mal. Gut.
Ja, ist okay, wenn ich getroffen werde. Macht nix. Und erstmal den Schleim. Den habe ich nicht erwischt, aber naja. So, jetzt aber. Zeit, ein paar Nähte zu zerrupfen. Du sollst mal zum Puppendoktor auf jeden Fall. Ich finde schön, wie er sich wirklich Naht für Naht vornimmt. Doch, doch, doch. I told you, I was going to win. Nobody beats me. Do you hear? Nobody. Don't resist. Embrace sweet death. Marie. Fight it, Gabriel. This is not your time. Not now. Too much relies on you. I have nothing left. I have done questionable things. I have failed. I envy you. I envy you both. I don't want to play anymore. Haben wir ihr kaltes, totes Herz etwa berührt? Wieder zum Auftauen gebracht. Ich habe bald das Gefühl, wir werden Laura nicht töten am Ende, sondern sie wird uns eventuell gegen die Fürstin der Vampire beistehen. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall holen wir uns mal das explosive Leben. Wenn die Schattenmagie aktiv ist, kannst du eine Reihe feuriger Explosionen herbeirufen, die aus dem Boden unter den Füßen deines Feindes bersten. Meine Güte, das Reden fällt mir gerade schwer. Die letzte Eruption setzt alle Feinde in deiner näheren Umgebung einer enormen Schockwelle aus. Tippe X an und halte dann Y gedrückt, bis du das Kampfkreuz auf den Boden schmetterst, um die Combo zu starten. Jedes Mal, wenn du daraufhin Y drückst, kommt es zu einer weiteren Explosion. Zu guter Letzt musst du Y noch einmal gedrückt halten, wodurch der verheerende abschließende Angriff ausgelöst wird. Viel Text für eine Combo, die ich niemals einsetzen werde. Was willst du machen? Okay. Das war's für Kapitel 7 und Kapitel 8. Enthält nochmal 4 Level, die ich aber nicht heute mit euch machen werde. Die schauen wir uns in der nächsten Aufnahmesession an. Und ich glaube, das sollte dann das letzte Kapitel für die Vampire sein. Das heißt, da es nur 4 Levels sind, in 4 Levels ist die Vampirfürstin hinüber. Ich bin echt gespannt, wie Laura sich dabei entwickeln wird und wie die Vampirfürstin auch aussieht. Also auf die bin ich schon irgendwie ein bisschen gespannt. Aber gut, schauen wir uns alles beim nächsten Mal an. Wenn es wieder heißt, Action in der Burg der Vampire. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.